Hallöchen, liebe Bastler, hier ist wieder Lana aus ihrem Kreativatelier. Heute wollte ich mal wieder die Stempel von Glowblend verwenden, die ich im Zusammenhang mit Kooperation bekommen habe. Das war so ein Achterset und mir hat dieser Stempelabdruck recht gut gefallen. Den wollte ich mal ausprobieren und dann sind hier schon mal ein paar Werke entstanden und dann basteln wir gleich noch ein Kärtchen zusammen. Ich habe mir den Stempelabdruck einfach auf einen kleinen Anhänger abgestempelt, die Blümchen ganz kurz eingefärbt und hier kann man noch einen Text schreiben, so ein ganz einfacher Anhänger zum Geschenk und als kleines Mitgebsel. Den Anhänger hatte ich hier raus aus einem Action Set. Das ist der größte hier. Da passt dieser Abdruck recht gut hinein. So, das war mein erster Versuch. Dann habe ich mal so einen Vintage angehauchten Anhänger gebastelt. Der ist aus diesem Dreier Set. So wie der ist, die komplette Länge, Größe von dem Anhänger. Ich habe mir ein Papier, das auch so ein bisschen Richtung Vintage und so in Brauntönen, ein dünnes Designerpapier ausgesucht. Man könnte es auch ein ganz einfach mit Farben etwas wischen. Ich habe mir diese Klecksstempel noch im Hintergrund aufgestempelt. Etwas einfach gerissen und auf meinen Anhänger aufgeklebt. Dann hatte ich auch diesen Abdruck wieder gemacht, den etwas gewischt. Das war, ich bin nicht sicher, war das diesmal auf weißem Papier. Hab dann neutralen Farben gehalten, nochmal aufgeklebt. Aufgehübscht habe ich das Ganze mit dem feinen Schmetterling, der auch hier im Set ist. Der sitzt hier auf meinen Blüten und zusätzlich dieses Ticket nochmal gestempelt. Dann einfach kurz ausgeschnitten, weil nichts Aufwendiges. Und habe mir den ganz einfach mit Tacker dran getackert, wie man hier sieht. So ist hier ganz einfach, wenn der Schmetterling guckt, hat das raus. Es lockert nochmal das Ganze auf. Ein kleines Band, auch passend dazu. Im Vintage Design angebracht und schon ist der Anhänger fertig. Ohne großen Aufwand, nichts Kompliziertes. Vintage Bastel nochmal etwas weniger. Ich wollte einfach die Stempelchen ausprobieren und ein bisschen damit spielen. Dann ist mir diese Briefmarke in dem Stempelset aufgefallen. Dachte ich, die kann man doch sehr gut verwenden, auch für so ein Vintage-Projekt. Habe ich mir eine Grundkarte, auch in Kraft, ausgesucht. Auch Designerpapier, das in die Richtung geht, mit solchen unregelmäßigen Mustern. Der geht auch, sie jetzt so mit Braun, unregelmäßig wie Vintage. Und ein bisschen Blau war auch dabei. Auch hier habe ich im Hintergrund einfach diesen Stempel, den Klickstempel aufgestempelt und habe mir auch die Briefmarke abgestempelt und auch ausgestanzt, denn ich dachte, ja, Briefmarke sollte schon die Form einer Briefmarke haben. Dann bin ich hingegangen und habe aus meinem Achterset alle anderen Stempelchen durchgeschaut. Hier habe ich ein paar, zeige ich euch mal. Hier waren auch Briefmarken dabei. Ich habe die abgestempelt. So, hier ist nicht unbedingt Briefmarke, aber hier ist so ein wie Poststempel gibt es hier. Auch hier könnte man einige Motive verwenden. Ich habe hier aus diesem Set Poststempel benutzt, diese hier, und habe mir die im Hintergrund ebenfalls abgestempelt. Und auch bei diesem Set war Briefmarke dabei. Und auch hier die große mit der Königin drauf. Die habe ich mir alle abgestempelt. Dann passend dazu geschaut, was ich an Stanzen da habe. Da bin ich auch fündig geworden. Ich zeige euch die mal.
Hier habe ich sämtliche der Briefmarken, die ich eben gezeigt habe, schon abgestempelt. Und dann ja, bin ich durch die Stempel gegangen. Hier bei dem Set, das ich von Globeland auch ebenfalls habe, auch in meiner Kooperation, ein ganz tolles Set. Ich verlinke euch das mal da oben oder schreibe sonst, wenn ich das nicht dran denke, eventuell in die Infobox. Da könnt ihr das Video anschauen, wo ich die ganzen Sachen von Globeland zeige. Also hier gibt es auch so ein Stanze, die auch in Briefmarkern oder eher wie Butterkeks, aber dachte ich, ja, die habe ich hier verwendet, die passt recht gut zu dem einen Stempelabdruck. Und dann bin ich weitergegangen, habe hier von Action diese Briefmarken entdeckt, auch hier gibt es verschiedene Größe. Auch diese hier habe ich verwendet und habe mir hier die Briefmarke mit der Königin ausgestanzt. Gibt es auch süße kleine, die man zusätzlich aus Dekoration nutzen konnte. Aber die waren mir ein bisschen für die kleinen Briefmarken ein wenig zu klein. So, außerdem, auch in dem Set gibt es eine kleine Briefmarke. Die ist genau etwas größer als die ich vorhin gezeigt habe. Die würde hier sehr schön passen. Die habe ich nur nicht sofort gefunden. Nicht daran gedacht, dass hier auch eine Briefmarke dabei ist. Die kann man sehr schön verwenden. Und in diesem Slimline-Set, auch da gibt es Briefmarken. So habe ich mir Stück für Stück alles angepasst. Ich meine, müsst ihr hier zum Beispiel, hatte ich die Briefmarke soweit ausgestanzt erstmal. Die ist ein bisschen größer als mein Stempelmotiv. Und dann nochmal die Zacken angepasst und nochmal etwas gekürzt, so dass ich auch hier genau anpassen konnte. Also, falls ihr mal so eine Idee habt, wir haben jede Menge verschiedene Briefmarken da. Auch die Stempelchen habe ich euch gezeigt. Und die wollte ich einfach hier auf meinem Hintergrund. Hier sieht man es nochmal mit den ganzen Abdrücken. Die wollte ich hier ganz einfach auf meiner Karte voll mit Briefmarken anbringen. Schauen, wie ich die noch Feldkarte. Muss mal schauen, irgendwie so hier vollflächig anbringen. Ich habe mir hier schon Klebeband angebracht. Ich klebe dann schon mal meine Briefmarken alle fest. So, meine Briefmarke mit klein bisschen 3D-Effekt sind schon mal aufgebracht. Ist schon fast eine ganze Karte. Habe ich mich für dieses entschieden, aus diesem Set. Habe ich mir aus Kraft das größere und aus dem gleichen Papier, aus dem Reststück, aus Designerpapier ausgestanzt. Das möchte ich gleich hier anbringen. Einfach einen Spruch zum Geburtstag gewählt. Und da fehlt mir noch eine Kleinigkeit. Ich habe mir überlegt, dahinter, die Farbe passt hier sehr gut zu meinem Untergrund, ziehe ich noch ein bisschen Nylongarn um meine Karte. Ich kann überlegen, ob ich noch einmal drum ziehen soll.
lassen wir das nur dreifach. Das binde ich hier gleich fest. Bringe mir als erstes meine Etikett dran. Bin überlegen, ob ich das nochmal in 3D. Ja, mit einem dünnen Abstand könnte man noch. So, Folie ist jetzt abgezogen. Ups, das eine ist hier rausgekommen. Mit Nylongarn bin ich noch nicht so geübt. So, ich binde hier ein bisschen einen Knoten. Dann ist das viel einfacher. Ein Schläfchen zu binden. So, den Garn kann man sich jetzt zurechtzuppeln, wie es einem gefällt. Und schon ist meine Idee soweit fertig. Eine recht einfache, schnelle Karte. Ohne viel zwischenzumengen. Natürlich muss man ein bisschen die Stanzen zusammensuchen, anpassen. Aber mal etwas anderes für eine Männerkarte oder für jemanden, der gerne Briefmarken sammelt. Mal etwas andere Idee. So, das sind nun Ideen zu den Stempelchen zu Glow Blend. Da gibt es ja so viele tolle, passt sehr schön für Reisen, kann man hier noch einiges machen, fürs Album nehmen. Und hier, so schön für Frühlingskarten, auch Post für dich, vielleicht sogar für Muttertag oder für jemanden, dem man gerne ein Briefchen verschicken würde, sogar auf Briefumschlag kann man es drauf stempeln. Finde ich ganz nett. Und zwar alles in einem halt großen Set von 8 Stempeln. Und das war erstmal damit meine Idee für heute. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Wünsche euch viel Freude beim Schauen und beim Nachbasteln. Bis dahin!